Ein wunderschönen, ihr Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Valheim, wieder mit dem lieben Jack Amur am Start. Sei gegrüßt. Einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen. Ja, wir waren auf jeden Fall fleißig, wir haben richtig fett gefarmt. Hier und da auch noch einen Dungeon gemacht. Und ja, das ist nun das Ergebnis. Auf jeden Fall haben wir unser Gehöft hier so ein bisschen erweitert, also die Palisade haben wir ein bisschen weiter nach außen gelegt. Dazu drei Schmelzöfen und ja, bisher noch hier ein Kohlemeiler, aber ja, da war jetzt bisher noch kein Platz irgendwie, um das gegenüber diesen ganzen Schmelzöfen zu bauen. Aber das kommt noch. Also immerhin haben wir jetzt drei Schmelzöfen und einen Kohlemeiler, darauf können wir bauen. Und jetzt geht es erstmal darum, dass wir unsere Ausrüstung erweitern. Das heißt, wir brauchen erstmal, ich hole jetzt erstmal alles hier raus, was wir hier haben. Und mach erstmal jede Menge Bronze draus. So, Jack geht auf jeden Fall auf eine Zweihandwaffe. Das wäre in dem Fall dieser Bronze kein Plan. Hatte ich auch mal im Stream verwendet. Macht echt Spaß, muss ich sagen. Hat einen schönen fetten Rundumschlag, aber verbraucht auch krank viel Ausdauer. So, das war es jetzt schon. Wir haben insgesamt 51 mal Bronze. Naja, immerhin. Ja, also wir haben noch relativ viel Zinn über. Was? Ja, in der Tat. Ich habe so viel Zeit damit verwendet, Kupfer zu farmen und wir haben Zinn über. Ja, weil Kupfer braucht man auch immer zweimal für Bronze und Zinn einmal. Ja, ganz genau. So, ich würde es gerne irgendwie fair aufteilen, aber ich würde uns ja auch gleichzeitig gerne irgendwie so ausstatten, dass wir einfach etwas schlagkräftiger sind. Also erstmal auf Waffen, würde ich sagen, bauen. Sehr gerne. Aber ansonsten mach dir gerne erstmal und dann nehme ich den Rest. Gut, also erstmal brauche ich Lederreste. Lederreste. Ich bin wieder so slow hier. Jetzt, boah, immer noch zu langsam. Und übrigens, du glaubst gar nicht, wie anstrengend es war, diese Sortlingkerne für die zwei Höfen zu farmen. Ich hatte nämlich einen Dungeon, schön mit zwei Geistern. Jetzt muss auch den Kontext verraten. Das wissen die ja nicht, dass du auf dem anderen Server schon mal gefarmt hast. Hast du das nicht in der letzten Folge? Naja, auf jeden Fall habe ich eine eigene Welt und da farme ich so ein bisschen Holz und sowas, wenn Jared gerade nicht online ist. Genau. Und da habe ich einen Dungeon gefunden. Und an sich ganz harmlos von den Skeletten. Aber es gab halt zwei Geister. Ja. Und das war scheiße stressig. Ja, das glaube ich. Das glaube ich dir gerne. Ja, die hatten wir nicht, ne? Die, da hatten wir Glück. Nee, aber immerhin weiß ich jetzt, wie sie sich anhören und so. was brauchst du eigentlich für den? Du brauchst so 10 mal. Soll ich den gleich schon mal herstellen? Sehr gerne. Du könntest auch mal die Werkbank-Erweiterung noch. Ja, das habe ich auf jeden Fall auf dem Plan. Ja. Genau, also das Schwert habe ich mir jetzt hier schon mal gebaut, ein blutdurstiger Freund, ja. So, jetzt kommt dieser Bronze, bla bla bla. So, da haben wir den. Das hätte ich ganz gerne noch. Ja, was auch nicht ganz unwichtig ist, ist auf jeden Fall der Pflug. Den würde ich trotzdem gerne schon mal herstellen. Den Pflug. Genau, Pflug. Kultivieren Gras und Karotte. Ja. Plus Tannenschößling, Kiefernschößling, Buchenschößling. Das können wir jetzt alles da reinballern. Schöne Sache. So, wie viel Bronze haben wir noch? Wir haben jetzt noch 30. Okay. Das heißt, ich würde uns erst nochmal zweimal einen Bronzenen Brustpanzer herstellen.
haben wir das. Ist das fair gehandelt? Bronzener Beinschutz. Inventar voll. Magst du dir ein paar Sachen abholen? Ich bin vollkommen überladen. Yes. Achso, du bist gerade gar nicht zurück. In der Nähe, ne? Aber ich kann zurückrennen. Achso. Ich war eh nicht so erfolgreich. Ich dachte, ich finde so ein paar Wildschweine, aber irgendwie kein einziges. Gut, dann packe ich erstmal die Sachen hier in die linke Truhe rein. So, das ist das, das ist das. Braucht es jetzt noch. Du brauchtest noch den Beinschutz, genau. So, dann haben wir das auch. Kommst da rein. Okay, wir haben noch Bronzenägel, die wir herstellen könnten. Metzgermesser. Ah, guck mal, ein Metzgermesser, das speziell fürs Zähmen von Tieren designt wurde. Aha. Wir haben das auch immer noch nicht probiert mit den Wildschweinen, ne? Nee, noch gar nicht. Nee. Mensch. Ja, alternativ wäre jetzt noch eine Bronzespitzhacke interessant. Aber ich würde uns jeweils nochmal einen Bronzehelm herstellen. Dann haben wir quasi die komplette Ausstattung. Was Bronze betrifft. Dann hat jeder jetzt einen bronzenen Brustpanzer, bronzenen Beinschutz und einen Bronzehelm. So. Und die alte Ausrüstung baller ich jetzt erstmal hier wieder rein. Die brauchen wir nicht mehr. So. Wir kleiden uns mal neu an. Das Messer kann eigentlich auch weg. Ja. Ich habe hier ein Wildschwein gefunden, aber ich weiß auch nicht genau, wie ich das machen muss mit dem Zähmen. Ja, müssen wir uns wahrscheinlich nochmal irgendwie einen Guide anschauen oder so. Okay, dann haben wir jetzt gleich eine Rüstung von 8, 16 und 24. Okay, nice. Ich würde uns übrigens beiden nochmal einen Hirschfellumhang herstellen. Sehr gerne doch. Rustikal, aber schick. So, dann haben wir das nämlich hier auch. Ah, fett. Okay. Ja, schon mal ein Sprung nach vorne. So, was fehlt jetzt noch? Auf jeden Fall. Muss ich kurz gucken. Würde ich ganz gerne noch das Gerbergestell herstellen. 10-mal Holz, 15-mal Feuerstein. Habe ich. So, und dann haben wir hier schon mal das Gerbgestell. Ja, haben wir schon wieder Probleme mit dem Platz hier. Bitte mal nicht das Wildschwein angreifen, was ich hierher locke. Es ist aggressiv auf mich, aber... Werkbankstufe 3, Knochenturmschild können wir jetzt herstellen. Ein Knochenturmschild. Brauche ich mir 3 Skeletttrophäen. Die haben wir meines Wissens nicht. Aber ich würde ganz gerne. Ja, dafür bräuchten wir jetzt echt nochmal. Müssen wir echt noch ein bisschen farmen. Den Amboss hätte ich noch ganz gerne. Was brauchst du denn dafür? Noch 2-mal Bronze und 5 Holz. Und der Kessel. Den Kessel, den könnten wir auch schon bauen. Ja. Kessel könnten wir auf jeden Fall bauen. Der ist wichtig. Muss der auch über... Der muss wahrscheinlich auch... Okay, warte mal. Hier haben wir unser erstes Opfer. Okay. One hit. Oh, machen wir hier nochmal ein Lagerfeuer. Zack, zack. Da
dann müssten wir das eigentlich da drüber bauen. Ja. Wildschwein Dörrfleisch können wir herstellen, den rohen Fisch, eine Metmischung, Giftwiderstand, Metmischung, geringe Ausdauer. Dafür, für diese ganze Metmischung brauchen wir halt immer logischerweise den Honig. Zurück. Zack, zack. Ja, okay, jetzt kommt meine Waffe. Ja. Ja, schwerer Angriff ist so ein Stich nach vorne, so ein Ausfallschritt. Mach mal deinen schweren Angriff, bitte. Der da war's, ne? Ja, der ist krass. Der macht echt Schaden. ja, also von mir aus, können wir nochmal oben die Gebiete abfarmen, wenn du Bock hast. Welche jetzt genau? Oben im Norden. Und zwar würde ich gerne mal Richtung Trollhöhle wandern. Ah ja, damit habe ich auch schon Erfahrung gemacht. Na? Das war eher unangenehm. Jetzt haben wir aber Bronze. Du glaubst nicht, wie viel Schaden der mir gemacht hat. Ne? Ja, der ist halt böse. So, ich würde einmal meine Kraft aktivieren und können wir losstrotzen. Moment, dann will ich erst den... Ach komm, der Stein kommt weg. Das da, das da. Ich kann auch machen, sonst. Oh, nein, nein. Schleichen nicht. Wir sind schon langsamer, ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist schon nicht unerheblich. Nein! Ich muss halt erst aufwerten. Übrigens, bei den Fertigkeiten sieht man ja den Effekt, wenn man zum Beispiel das Holzhacken skillt. Damit erhöht man den Axtschaden. Okay, aber generell oder nur für Bäume? Fürs Holzhacken logischerweise nur Axtschaden gegen Bäume. Bei Sprinten ist es okay. Zum Beispiel erhöhte Geschwindigkeit und verringerte Ausdauerregeneration während des Sprintens und so weiter. Steht auch immer, wenn du mit dem Cursor drüber fährst. Okay. Dann hat sich das ja gelohnt, dass ich so viel durch die Pampa gerannt bin. Ja. Lol. Der Baum ist so ungünstig umgefallen. Ja, Merkel. Hab ich vorhin gemerkt. Achtung, Achtung! Als ich gestorben bin. Ja, hatte ich nicht. Sah bestimmt ganz lustig aus. Das sah. Du warst so hinter der Kuppe und ich habe gesehen, wie du sehr schnell Leben verlierst. Ja. Und dann warst du irgendwie nicht mehr existent. Zweite Baum. Hallo. Danke. Ja, okay. Jetzt. So. Ich habe hier ein bisschen Problem, maybe. Ja, schaffst du das alleine, oder? Das weiß ich noch nicht. Dann komm erstmal zu mir. Nee. Das wäre ja langweilig. Okay. Bin halt nett. Bin bei dir. Warum brennt jetzt die Fackel nicht? Kann mir das mal jemand erklären? Ja. Okay. Ich war bei dir. Ja. Ich dachte eigentlich erstmal Spawnpunkt setzen hier, die wäre schon ein Bettchen. Und, ich wäre nicht reingekommen. Achso. Ach ja. Ich glaube, ich aktiviere jetzt auch mal meine Kraft. Das ist eine Idee, ich hab jetzt keinen Bock, da den ganzen Weg so zu laufen. Actually. Möbel. Was soll ich mit dem Löwenzahn? Weg.
Warum brennt die Fackel nicht? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Gut. Hälfte des Weges habe ich. Also, Bett ist auf jeden Fall im Haus drin, muss nur noch einmal beanspruchen. Den Brutaler hast du ja auch. Ja. Der ist im Englischen Brute. Okay, das passt. Das passt sehr gut. Wie heißt der im Deutschen nochmal eigentlich? Grauzwergen-Berserker. Wer gibt's denn? So, dann gucken wir schon mal, wo hier... Schamane. Okay, dann gucken wir mal, was der Schamane gegen ein Schwert so sagt. Natürlich doch. Alter Vater, da der zwei Sterne hat, überlege ich mir das nochmal. Ja, ich bin ja gleich da. Ohne Sachen. Okay. Übrigens habe ich ganz viele Ike-Tier-Locations schon in meiner eigenen Welt gefunden. Ja. Und hier habe ich jetzt auch schon die zweite und so. Ja, die zwei habe ich auch schon gefunden, ja. Oder was, das gefällt mir nicht. Ja, ich lauf da mal. Ole, ole, ole. Ich treff nicht. Haben wir das Obwohl es eigentlich genügend... Ja. Sagen. Ja. Es ist, der, also... Der heilt sogar den Troll, ne? Der Schamane. Ja, dann erst den Schamanen, I guess. Ja, sind ihr gleich tot? Achtung. Boah, Alter, der Schamane ist übel. Lock ihn auf jeden Fall nicht zum Haus. Ich versuch's. Ja, noch ein bisschen Eiktier, das ist schon mal ganz gut. Ich hab den Grauzwerg zumindest schon mal. Alter! Mhm. Der ist auch wirklich. Der Troll rennt Luftlinie. Ja? Also der kennt da keine Gnade. Natürlich treffe ich den Troll und der Schamane macht mir Gift. Dankeschön dann auch. Ich komme zu dir. Alter. Ich kann nicht so schnell laufen wie er. Wieder laufen. Konnte nicht zwischendurch ins Haus rein. Schaman ist tot. Sehr gut. Ich habe Ablenkungsarbeit geleistet. So, dann können wir jetzt. Jetzt steht er auf unserem Haus, Alter. Junge.
Oh, der Hen schlägt wirklich kein Gras mehr, ey. Das klang über Discord sehr lustig. Bist du tot? Ja, ich bin gestorben. Hast du immer noch nicht abgespeichert da? Ich konnte nicht rein, der Troll hat mich direkt angegriffen. Ist das fies. Du hast mir dann gesagt, ich soll ihn nicht zum Haus locken. Ja, gut. Nee, alles gut. Ich bin gleich schon wieder Hälfte. Okay. Ja. Bin down. Aber schon zur Hälfte runtergenugt. Und du musst nicht laufen. Ich. Oh. Zeitlich günstiger. Wie, der hat sich jetzt regeneriert, dann schrei ich. Wo ist der Typ? So. Wo ist er hin? Ja, das kannst du nicht. Was ist passiert? Was ist passiert? Was soll das? Ja, das wäre jetzt mega scheiße. Er hat sich jetzt einfach verpinkelt. Aber ich hab dann da Spawn Point. Ja. Und alles. Und dann ist es doch schon wieder ein bisschen entspannter. Die Grauzwerge sind jetzt kein Ding mehr. Ich weiß nicht, ich weiß noch nicht, ob ich so zufrieden mit der Zweihandwaffe bin. Oh, eine Kiste. Bernsteinfedern. Mann, jetzt. Hau doch ab. Ah, da ist er. Da ist er ja wieder. Wie, du hast dich wieder. Ja, ich hab auch. Nee, alles gut. Er ist gleich bei einem Viertel. Genau, du kannst eigentlich schön. Oh ja, sehr gut. Er ist hier im Loch vom Kupfervorkommen gefangen. Er hat da selber ein Loch reingehauen. Nein, er ist rausgekommen. Aber ich werde ihn einfach mal ein bisschen draufschlagen lassen. Ja, true, wir können noch ein paar Bäume fällen lassen. Bäume ist gerade eigentlich nicht so das Problem, aber Kupfer dauert halt mega lange. Was ich mich frage, wenn der die Birken fällt. Dann ist das ja irgendwie so anderes Holz. Ja. Kriegen wir dann noch anderes Holz raus, wenn er das fällt? Ja. Oder kriegen wir dann trotzdem das Standardholz? Nee, wir kriegen das andere Holz. Was auch eigentlich keinen Sinn ergibt, weil ja. Birken haben jetzt nicht so ultra hartes Holz. Naja. Reden wir nicht drüber. Schönen guten Tag. So ist angenehm. Oh, nee, im Nahkampf mache ich doch nicht. Guten Tag. Ich blocke mit meinem Holzschild. Okay. Das ist eigentlich ganz angenehm so. Okay, ich bin runtergefallen. Ich bin gedutscht, alles gut. Magst du noch einmal hier raufhauen lassen? Oder weil ich übernehme ihn mal kurz. Ich habe nicht genügend Ausdauer. Ja, komm mal her, komm mal her. Einmal bitte. Ich halte mich mal ein wenig bedeckt. Dankeschön.
War sehr nett. Jetzt bitte hier nochmal. Ja, komm, nee, lass den wegbauen. Das ist mir sonst zu risky. Was? Ich bin durch Fallschaden gestorben. Ich bin den Berg runtergerutscht und gegen den Stein geklatscht. Das ist ungünstig. Ja. Schön. Pro-Gamer. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber. So. Mein Weg ist nicht so lang. Das stimmt. Können wir das Positive sehen? Können wir wenigstens eine Himbeere reinzwiebeln? Jetzt zwiebelt ihr meine Himbeere rein. So. Was ballern wir da als Steine? Harz brauchen wir auch nicht. Ballerst du gerade ganz viel in mein Grab rein? Nein, ich habe hier gerade eine Werkbank mit Natur gebaut. Ach so, naja. So, wir haben jetzt hier. Boah, Alter. Okay, mein neues Material: Trollledertunika, Trolllederhosen, Trolllederhelm. So, und das ist ja halt jetzt auch ein Set, was man sich herstellen kann. Guck mal, ich dopp dir das mal eben, dann hast du das auch gleich am Start. Achtung. Wir legen einfach mal Pilze rum. Yes. Also ich bin der Meinung, das war richtig fett zum Sneaken. Gehört, glaube ich, auch den ja, diesen Schleichschaden. Ja, alter Vater, also das muss man echt ausnutzen mit dem Troll. Das war jetzt einfach mal 16 mal Kupfer. Aber der Abhang ist hier auch schon böse, ne? Der ist definitiv böse. So, ja, dann rein da, ne? Ja. So. Ich weiß, dass hier aber auch noch irgendwo eine Trollhöhle war. Da sind manchmal auch irgendwie schöne Schätze versteckt. Definitiv. Und die Frage ist, sterben wir dann wieder? Die kann auch unbewohnt sein. Ja, das stimmt. Ich habe mich in meiner Welt nicht reingetraut. Ah, hier ist auch nochmal was. Ja, das war's, ne? Ich bin bei 298. Ja, mehr geht nicht. Ich bin bei 293. Ich würde sagen, das können wir jetzt erstmal verarbeiten. Ich aktiviere mal meine Kraft. Moment. Ja. Okay, let's go. Also bist mit der Waffe nicht so zufrieden, sagst du? Ich hatte halt auch schon mit diesem Stackbreaker, mit diesem Hirschgeweihbums, schon das Problem, dass ich mehrmals gestorben bin, weil der dann noch einen Schlag danach gemacht hat und ich den nicht unterbrechen konnte. Ja, auch wenn ich mich eigentlich schon bewegt hatte. Und deswegen bin ich dann gestorben. Ja, wenn du die Maustaste gedrückt hältst, ne? Wenn du sie zu spät loslässt, dann macht er halt automatisch egal was. Hinterher. Okay. Teilweise hatte ich sie schon losgelassen, der war noch im Schlag. Und dann hat er noch den nächsten gemacht. Okay. Und das. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich kann man das besser timen, aber es war halt für mich ein bisschen ungünstig. Verständlich. So, das heißt, wir hauen uns jetzt erstmal den Amboss da rein, ne? Yes. Mann, jetzt haut ab, ey. Herrschaftszeiten. So, erstmal rein da. Erstmal rein damit. Wie viele hast du insgesamt? Jetzt noch 15. Okay, dann können wir, glaube ich, alle vollballern. Ja. Dem einen fehlt aber noch Kohle. Da sind nur zwei Stück drin, glaube ich. Ja. Ich hatte noch ein Stück, ich habe schon Holz nachgelegt.
Überall fehlt Kohle, aber wir haben noch ganz viel in der Kiste. Mhm. Oder ich. Hattest du noch fertiges Kupfer? Vier Stück. Ja, magst du mir die geben, dann brauche ich gleich den Amboss. Okay. Ich glaube, ich brauche 8. Quatsch, 10. Mal eben. 8, 10, 28. Bescheuert da, Amboss. Quatsch, ich brauche ja Bronze. Aha. So, dann. Zack. Zack. So. Dann haben wir das. 5-mal Holz. Und dann können wir uns jetzt den Amboss herstellen. Das ist... So. Schmiede Stufe 2. Ja, jetzt können wir die Sachen, glaube ich, auch aufwerten. Eigentlich bräuchte ich auch noch den bronzenen Faustschild, aber das kostet auch noch schon wieder 10. Ach, das Metzgermesser kann nur zahme Kreaturen verletzen, okay. Okay. Ja, I see. Ist ja weird. So, Bronzenegger habe ich jetzt hergestellt und dafür bekommen wir nur Holzklappe und ganz, ganz wichtig, den Karren. Karren ist natürlich fett, was transportieren. Mega fett. So, jetzt wollte ich übrigens mal gucken. Trollleder. Also Z-Bonus, 4 Teile, hinterhältig. Macht dich wesentlich hinterhältiger. Genau, Schleichen, Schleichen plus 15. Ach, es erhöht nur den Schleichbonus. Ich treffe natürlich nix. Naja. Na gut. Okay. Aber so gegen so ein Gräuling ist schon... Lustig, ne? Ist schon brutal. Das sieht so aus, als ob das gegen die Genfer Konvention verstößt. Achtung, du könntest sterben. Wollte ich nur. Das ist in Ordnung, solange hier der Wagen heil bleibt. Ja, unser Einkaufswagen hier. So. Okay. Baumfeld! Aber. Sag mal, wo hängen. Also. Die hängen gerade überall. Okay, nächster Baum. Alter Vater. Okay, alles gut. Domino-Effekt. So nennt sich das wohl, ja? Krass. Wozu brauchen wir einen Troll? Ja, ich versuche auch schon immer nur erstmal die ganzen Bäume zu fällen und noch nicht abzubauen, damit die möglichst noch was mitnehmen. Ah, gut. Ja, weg hier, weg hier, weg hier. Okay. Alter. Okay, damit haben wir, glaube ich, gleich erstmal genug. Nein, wir haben niemals genug. Alter. Ja, also ich kann nicht mehr tragen. Warte, gut, dass wir die Karre hier haben. Wollen wir gleich Axt tauschen, maybe? Oder wie heile ist die noch von dir? Doch, haben wir zu 20% beschädigt. Ja, okay, wollen wir dann gleich tauschen? Weil meine ist fast tauschen. Kaputt. Kannst du mir erstmal sagen, wo unser Wagen ist? Da ist er, okay.
Warte, da ist erstmal alles rein. Zack, zack. Ich brauch so krass viel Ausdauer. Ja, hier, nimm mal meine Axt. Ja, bitteschön. Da, weiter, ja, da. Ich will dich nicht. Da. Da. Löwenzahn. Da. Dankeschön. Die hast du ja noch nicht mal aufgewertet auf 2. Konnte ich, glaube ich, noch nicht. Boah. Das musst du können. So, du bist beim Holzhacken fortgeschritten als ich. Ja, ziemlich ja. Sicher, aber jetzt kann er auch nichts mehr aufnehmen. Okay. Ja, pack alles in den Wagen rein. Wo bist du denn? Wo ist Wagen? Ich suche gerade, ja, habe ich gerade irgendwo ungünstig abgestellt. Hier. Zack. Ja, der muss noch feuert werden, ne? Ja. Jetzt reicht das mal. Ich würde sagen, solange wir noch Zeit haben, können wir schon mal ein Floß bauen. Jo. Okay, verschiedenes. Ja, Floß. Ups. 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 Ganz aus Versehen alles kaputt gemacht. Oh, war ein Versehen. Ja. So Leute, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Und zwar, bevor wir uns auf dieses Floß setzen und zum nächsten Boss rüberschippern, konnte ich mich entsinnen, dass ich auf jeden Fall im vergangenen Livestream vorher ein Portal gebaut hatte, damit ich halt immer wieder hin und zurück kann, sofern ich dann irgendwelche Sachen brauchte. Und jetzt habe ich mich gewundert, scheiße, warum haben wir nicht die Materialien für dieses Portal? Das liegt daran, dass wir erst noch diese Kiefern und ich glaube Birken und Eichen schlagen müssen, um dann an dieses Holz zu kommen, das wir wiederum für dieses Portal brauchen. Das Problem ist, wir brauchen dafür wiederum Kupfer. Quatsch, Bronze. Wir haben aber kein Zinn. So, deswegen bin ich jetzt schon mal vorgerannt. Jack kommt gleich nach. Ist hier schon am Start. Ist schon ganz in der Nähe. Und ja, haben jetzt hier nochmal so eine kleine Inseltour gemacht und haben zeitgleich auch hier nochmal das nächste Dungeon gefunden. Ist die Frage, ja, ich glaube ein paar Sotlingkerne noch zu farmen ist gar nicht mal so verkehrt, damit wir halt auch ein paar Kohlemeiler, boah, kein Platz im Inventar, ein paar Kohlemeiler bauen können. Der hat gerade außerdem den Grauzweck getroffen, geil. Der war, ist gerade hinter mir erschienen und der Zweier vom Skelett hat außerdem gerade voll in die Fresse getroffen. Das sah nicht schlecht aus. Das sah nicht schlecht aus. So, da. Zack, zack, zack. Du bist weg. Kommen Sie mal her. Also, der schwere Angriff macht ja auch gut Schaden. Oder die Waldfee? Alter Schwede, bist du weit weg? Ja. Bin ich gefühlt eine halbe Stunde nur gelaufen. Ja, schön ist was anderes. Ich rüste mich mal so langsam wieder auf, wenn ich in die Nähe von dir komme. Ja. Ich habe schon mal ein Feuerchen gemacht. Übrigens einen verbackten Hecht gefunden. Der, noch einen? Nee, das letzte Mal war es ein Barsch. Ah. Okay, dann ja, klar. Weiß ich natürlich. Ja, klar. Gut, dann schauen wir hier nochmal rein. Ich nehme mal Schwert und Fackel. Oh, schon guten Tag. Ja, ich gehe mal vor mit meinem Schild. Rückzug. Ich muss halt hauptsächlich Stamina. Ja.
So, Surtling kennt ich viel hab ihn. Wie viel Gewicht hat der eigentlich? Der hat 5. Ah, auch schon nicht ohne. Aber ich habe gerade noch fast nichts, deswegen ist okay. Okay, Spawnpunkt. Oh, guck mal hier. Ich habe das Gefühl, dass was von hinten kommt. Ich guck mal. Ah, ne. Ah, alles anders. Ich habe null Platz. Kannst du mir irgendwie was abnehmen? Oh, jojo. Ich kann ganz viel abnehmen. Tu einfach in die Kiste, maybe. Dann. Ja. Das. Zack. Ja. Ja, das sind schon wieder 6. Damit haben wir noch 2 Kohlemeiler theoretisch. Bernsteinpferde, da ist noch. Okay, noch ein Bernstein. Das habe ich ja schon. Ich würde das Holz hier lassen, tatsächlich. Ja. Und auch die Pfeile. Alter. Das sind Geister. Übrigens sind die gelben Pilze sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, da hinten ist ein Spawnpoint. Ranzige Überreste. Das scheint. Alter Vater. Ich bin fast tot. Ich habe noch 14 Leben. Ich muss mich mal zurückziehen. Ich habe den versucht ein bisschen zu kiten, aber der sagt nein. Ja, ich muss auch weg. Ja. Alter, komm weg hier. Tür geschlossen. Aber weißt du, was ich noch habe? Na? Ja gut, das geht natürlich auch. Dann ziehen wir uns schön ein bisschen neues Fleisch rein. Die sind noch nicht da. Alles ausgeräubert hier. Können wir hier. Die Pilze sind übrigens richtig gut. Ich habe das mal alles so durchgeguckt. Die gelben, ne? Arten ja. Ja, genau. Mhm. Ich habe echt nicht viel Leben, wirklich. So, dann mach mal die nächste Tür nicht auf. Ja. Was ist denn jetzt der Typ? Oh, nice. Das war das Skelett. Mhm. Ja, ein Schlag noch. Nice. Ja, okay, jetzt würde ich dich mal vorlassen. Und rein da. Ja. Fett. Ich hatte Probleme mit Ausdauer. Ich würde mal die Sortlingkerne nehmen, weil ich die. Alter, sind das viele. Münzen sind ja auch nochmal. Ja. Bin ich gleich überladen. Ja, willst du mir deine Sortlingkerne geben? Ich habe nur einen, ja. Aber hier. Ja, trotzdem Inventarplatz. Ich habe jetzt noch 2 Plätze Inventar frei. Jetzt nochmal Bernstein. Wo gehst du nochmal raus? Hier? Hände. Nee. Ja, aber. Jetzt noch Pilze.
und Knochen. Aber ist gut, brauche ich zum Upgraden. Ah, dann das hier nochmal. Hier muss es rausgehen. Ja. Dann haben wir jetzt nur noch diese Tür hier. Da ist ein Geist. Ja, bin unterwegs. Ich würde den versuchen, irgendwie wieder durch die Tür. Ja. Boah, der hält aber ein bisschen mehr aus, ne? Ja, ich weiß. Aber ansonsten kriegst du den nicht. Ja. Macht der so viel Schaden? Ich hab das gar nicht mehr in Erinnerung. Der hat mir ultra viel. Auch mit Bronze? Ja, also das hatte ich natürlich nicht ausprobiert, aber der hat schon. Also probier's gerne. Oh, geht. Hält sich in Grenzen. Ja, gut. Ja, aber wenn. Also du kannst ihn nicht staggern. Ja. Dadurch macht er halt durchgehend Schaden. Also zumindest ich konnte den da noch nicht staggern. Na, noch mehr. Alter, wie viele. Ja, okay. Das, ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal für ein paar Kohlemeiler. Ja, es reicht locker. Alter. Ja, willst du wieder deine droppen? Ja, hier. Wie viel hast du jetzt insgesamt? Ich habe jetzt 16 und wir haben ja noch 4, das heißt, wir können theoretisch 4 Kohlemeiler bauen. Ja. Oder halt, was weiß ich, 2 Kohlemeiler und 2 Schmelzofen. Aber jetzt bin ich halt schon wieder ziemlich voll. Ja. Ich würde gerne einfach nur noch ein bisschen Zinn mitnehmen. Dann können wir auch zurück. Dann ist ein Berserker. Wo? Wieso habe ich dem Viech keinen Schaden gemacht? Naja. Hier am anderen Ufer, da direkt gegenüber, die roten Augen. Was für rote Augen? Siehst du denn nicht? Ich sehe keine Augen. Hier ist noch Zinn. Ich sehe keine roten Augen. Jetzt sehe ich da was. Ja. Keine Ausdauer mehr. Ich hab den einen fetten, aber ich werde verfolgt. Da sind aber nur noch, ist kein Blut mehr. Wie gut hab ich. Jo, auch down. Nice. Ja, ich glaube, von mir aus können wir auch zurück, ne? Ja, gerne. Dann ziehe ich mich mal wieder aus, quasi. Yes, nein. Dann komm mal zu mir, dann aktiviere ich. Ich kann gerade nicht, ich muss erstmal jetzt irgendwie. Boah, bitte jetzt nicht sterben, Mann. Komm zu dir, ich komm zu dir. Ist das bitter? Ist das bitter? Das scheiß Gift, Mann. Ist das bitter? Ach du Scheiße. Ja, okay, ich renne trotzdem zurück. Ja, gut, Leute. Ich werde mal an der Stelle jetzt hier erstmal einen Cut machen. Ich glaube, ich werde dann jetzt einfach mit dem Floß darüber tuckern. Dann die Sachen holen. Dann wieder zurück. Dann bauen wir noch ein paar Kohlemeiler. Und wir können dann die Kohlemeiler schon vorher bauen. Ich habe ja oder, das ganze oder Zeug können wir auch und ich jetzt schon bauen? Definitiv oder, zurück. Oder können wir auch gleich bauen, ganz Schutz genau. Und dann würde ich sagen, bauen wir uns auf jeden Fall 2 Bronze-Äxte, hauen die neuen oder die bisher zu stabilen Bäume weg und aus dem Holz ballern wir uns irgendwie ein Portal, damit wir das als schönen Übergang haben, wenn wir dann zum nächsten Boss übergehen. Das Problem ist ja, wir können halt ja, solche Ressourcen wie Kupfer, Zinn und Bronze leider nicht mit rübernehmen. Das müsste man halt dann mit dem Floß rüber transportieren.
Anders geht das leider nicht. Ja, aber das ist dann jetzt erstmal so das Ziel für den nächsten Part. Und ja, an der Stelle würde ich mich erstmal verabschieden. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Part von Let's Play Valheim. Haut rein, bis dann und ciao. Tschüssi.